Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekaufvideo von mir. Ich stehe hier gerade auf dem Moorland Bazaar, der noch bis zum 8. März da ist. Wenn dieses Video kommt, kann es durchaus sein, dass der Bazaar bereits weg ist. Ich habe aber eine kleine Info gemacht gehabt und zu allen Rassen findet ihr Pferdekaufvideo auf dem Kanal. Ja, deshalb. Ich stehe hier auf jeden Fall jetzt auf dem Bazaar und möchte mir jetzt ein Assateague-Pony der dritten Generation kaufen. Falls ihr was im Hintergrund gehört habt, das ist gerade mein Kater, der sich dazu entschieden hat, von der Couch runter direkt an den Stuhl zu springen. Yay. Gut. Ja, ich wollte mir ein Assateague-Pony der dritten Generation kaufen. Davon habe ich bereits 2 Stück, glaube ich. Genau. Muss mal kurz hier mich anders hinsetzen. Und Mikrofon verschieben. Steht soweit weg alles. Ja, ich habe vom Assateague-Pony der dritten Generation bereits 2 Stück. Einmal das Assateague-Pony, das es in der App gibt. Und einmal diese süße Maus, meine Rain. Ja, das Assateague-Pony der Generation 3 kam 2019 rein. Ist ab Level 7 kaufbar und kostet normalerweise 700 Starcoins. Ist bei mir gerade reduziert auf 420 Starcoins. Gibt es in 7 Farben. Eine davon ist in der App zu finden. Ja, wir haben hier einmal diesen Fuchschecken. Du bist ein Cremello. Ja, genau, Cremello. Dann haben wir hier diesen Rapschecken. Den kleinen Braun mit der Tobiano-Scheckung, glaube ich. Den Palomino und diesen hübschen kleinen Red Rowan Schecken. Entschuldigt, ich habe mich gerade verschluckt. Ja, ich weiß tatsächlich noch nicht, welches Pferd ich mir holen will. Ich tendiere tatsächlich gerade zu dem Rapschecken, weil ich den irgendwie total süß finde. Oh, geh mir nicht auf die Nerven, hör auf zu labern. Süß. Au, nein, nein, Lucy. Das Assateague-Pony der dritten Generation kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 1. Ist wie gesagt ab Level 7 kaufbar. In einer Welt der Ställe und Zuchtbücher, in der Rassen an die strengen Normen der menschlichen Reiter genügen müssen, versprühen die frei in der Wildnis lebenden Pferde eine unwiderstehliche Romantik. Und daher ist es nicht überraschend, dass keine wilde Pferderasse dass keine wilde Pferderasse so beliebt ist wie die Assateague-Ponys von der Assateague-Insel. Laut einer populären Legende stammen die Herden von den Überlebenden einer spanischen Galeone ab, die im 18. Jahrhundert vor der Küste von Virginia, USA, auf Grund lief. Was auch immer ihre Herkunft ist, die Ponys leben seit über 200 Jahren ungezähmt auf Assateague. Mit der Veröffentlichung des Romans von Margarita Henry, Misty of Chincoteague, Deutschtitel Misty, die berühmte Ponystute, haben die Assateague die Herzen der amerikanischen Öffentlichkeit erobert. Inspiriert wurde das Buch von dem jährlichen Ponyschwimm, im Rahmen dessen ein Teil der Pferdepopulation von Salzwasser-Cowboys der Assateague-Insel durch den Kanal zum benachbarten Assateague getrieben wird. Dort werden die Ponys dann versteigert, um eine Überbevölkerung zu vermeiden und Gelder für die Schutzfonds zu sammeln. Obwohl es als Pony bekannt ist, halten einige das Assateague für ein Pferd, da dessen unterentwickelter Stuhl nicht genetischen Ursprungs ist, sondern das Resultat einer nährstoffarmen Ernährung aus salzigen Sumpfgräsern und Büschen darstellt. Um diese hohe Salzaufnahme auszugleichen, trinken die Ponys doppelt so viel Wasser wie ein gewöhnliches Pferd, was vielen Assateague ein etwas fülligeres Erscheinungsbild verleiht. Die Ponys haben kurze, kräftige Beine, dichte Mähnen und ein freundliches Gemüt. Assateague gibt es in einer Reihe von Fellfarben, wobei das auffällig gescheckte Fell am beliebtesten ist. Heute befindet sich die wilde Assateague-Population auf einem konstanten Niveau und es toben ungefähr 300 Ponys wild auf der Assateague-Insel umher. In der Zwischenzeit entwickelte sich die spirituellen Nachkommen von Missy und ihrer Herde abseits der Insel weiter und bringen einen Hauch von Assateague-Romantik zum Rest der Welt, selbst bis nach Jorvik. Ja. Das ist das Assateague-Pony. Wir gucken uns mal die Gangarten an. Inaktiv haben wir gesehen, der hat so einen richtig genervten Blick auf... Dieses... Oh, muss das jetzt schon wieder sein? Richtig genervter Blick finde ich super cool bei dem Assateague-Pony. Der Schritt. Der Trab. Der Kanter.
der Galopp und der schnelle Galopp. Ja. Das sind die Gangarten. Wir gucken uns jetzt noch die Mähnen an. Die Standardmähne ist dieses, ja, wilde, auf beide Seiten geklallte und dieses ein bisschen durcheinander Schweif. Dann haben wir noch diese kurze Mähne. Auf beiden Seiten die Zöpfchen. Grausam. Dann haben wir noch diese Mähne hier. Finde ich übrigens sehr schön, dass hier so eine kleine schwarze Strähne ins Weiße reinragt. Und die lange Mähne. Ich würde bei ihm tatsächlich aber bei der Standardmähne bleiben, weil ich die eigentlich richtig hübsch finde bei ihm. Okay. Personalisieren und kaufen. Ich habe tatsächlich auch schon einen Namen für ihn bereit gehabt. Eschblatt. Finde ich super schön den Namen für ihn. Er wird bei mir ein Jungpferd und ein Hengst. Ach, schön. Freut mich richtig. Ich mag die Assateague-Ponys sehr. Und ich hätte tatsächlich auch schon mehr. Allerdings ist es halt so, dass Starstable in letzter Zeit natürlich sehr viele Pferde rausschmeißt, es sehr viele Rabatte gibt etc. Und ich mir dann natürlich zum einen... Der Sammler in mir natürlich hervorkommt, der sagt, okay, du holst dir jetzt bitte die Pferde, die reduziert sind, weil die sind reduziert und du brauchst die sowieso noch. Die Assateague-Ponys waren halt eine ganze Zeit lang nicht reduziert. Jetzt sind sie es, finde ich auch toll. Dann darf direkt eins einziehen und habe auch da dann wieder eins mehr in der, im Stall. Ja. Hengst, Jungpferd, Pferd. Kaufen. Ja, ich bin sicher, dass ich das Pferd kaufen möchte. Hallo. Na, du Hübscher? Ah, du bist ein Schnuckelchen. Guckt den euch mal an. Ist der nicht hübsch? Ja. Ja, Alter, ich hab's kapiert. Ich bin hübsch. Ist okay, hör auf zu labern. Ich finde dieser genervte Blick von den Assateague-Ponys einfach geil. Okay, ich werde den Süß jetzt in den Stall packen und wir sehen uns dann später wieder. So, hier stehen wir jetzt auf Südhof. Ja, Eschblatt hat schon wieder keinen Bock auf mich. Ich habe dem süßen Mischmasch-Outfit angezogen. Und zwar einmal die rustikalen Jalaheim-Zügel, dazu den alten Jalaheim-Sattel, dazu die große blutrote Decke, dazu dann rote Gamaschen, die frostigen Schleifen für Kopf und Schweif und die schwarze Satteltasche, die es zum Valentinstags-Event gab. Und dazu den süßen kleinen Token, der ein bisschen rausguckt. Hat wohl ein bisschen zu viel Kekse gefuttert. Hier, der Bauch guckt nämlich raus. Ja, finde ich alles in allem ganz hübsch zu ihm. Ja, Asche und Blut, deswegen rot und grau. Ja, ich weiß, du hast keinen Bock mehr auf mich. Ist okay. Ja. Genau. Übrigens, falls ich es noch nicht gesagt habe, ich weiß es nicht mehr. Das Video, vorherige Aufnahme ist für mich schon ein paar Tage her. Ich habe das gecuttet gehabt. In zwei Aufnahmen. Den Kauf und das Vorstellen jetzt, das sind zwei verschiedene Aufnahmen. Eschblatt ist mein 190. Pferd auf Mackenzie. Ja, ich zeige euch gleich die Gangarten, aber vorher sprechen wir noch einmal kurz über die Farbe. Das sieht sich auch gerade die Gamaschen aus. Also farblich gefällt er mir wirklich gut. Dieses, ja, etwas gräulich-bräunliche Schwarz tatsächlich. Checkung dabei, einfach mega. Die Augen sind richtig schön, so ein richtig schönes bernsteinfarbenes. Und die Abzeichen unten an den Füßen sind natürlich auch ein Traum. Also wirklich ein sehr hübsches Pferdchen farblich gesehen. Ja, ich weiß, du hast schon wieder keinen Bock mehr auf mich. Ich finde das bei dem Assateague-Pony so süß, dass es so, oh nee, habe ich keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe damit, macht. Das finde ich so süß, finde ich so sympathisch bei dem. Okay, gut. Ja. Dann zeige ich euch jetzt die Gangart und danach gibt es mein Fazit. Viel Spaß dabei!
das waren die Gangarten von dem süßen Eschblatt, beziehungsweise vom Assateague-Pony der dritten Generation. Ja, also ich mag die Assateague-Ponys sehr. Ich habe bereits zwei Stück. Einmal das aus der App und natürlich meine kleine Rain, die ich mir schon vor Ewigkeiten gekauft habe. Und ja, Eschblatt ist jetzt der dritte in der Reihe. Ich mag ihn tatsächlich sehr gerne. Ich mag die Assateague-Ponys gerne. Sie sind so süße kleine Pummelponys einfach. Und ich liebe einfach diesen genervten Blick von denen, so, oh nee, lass mich in Ruhe damit, ich habe keinen Bock auf dich. Das finde ich so sympathisch einfach bei den Assateague-Ponys. Sie sind wirklich tolle Tiere, wirklich tolle Pferdchen, super schöne Tiere. Farblich ist natürlich auch einiges dabei bei den Assateague-Ponys. Also da hat so ziemlich jeder was davon. Für mich ist natürlich auch einiges dabei, weil Checkung und so. Aber ja, also ich freue mich sehr darüber, dass ich jetzt ein weiteres Assateague-Pony in meinem Stall habe. Der Kleine wird zwar noch ein bisschen dauern, bis ich ihn ausleveln kann. Das wird noch eine ganze Weile dauern tatsächlich, weil ich jetzt erst bei den Winterpferden bin. Ja. Achso, das Reitgefühl auf dem Assateague-Pony finde ich übrigens auch super. Das ist, ich glaube, das Assateague-Pony teilt sich die Animation mit dem jorvikischen Startpony der dritten Generation. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm, weil ich mag die Animation vom jorvikischen Startpony sowieso. Ich mag das jorvikische Startpony sehr gerne. Und ich finde die Animation und das Reitgefühl auf diesem Pferdchen wirklich toll. Deswegen kann ich mich da absolut nicht beschweren drüber. Ja. Ja, genau. Also für mich gibt es eine klare Kaufempfehlung für das Assateague-Pony, wenn euch die Farben gefallen, wenn euch die Animationen gefallen. Ja, Alte, laber nicht so rum. Wenn euch das Modell gefällt, kann ich euch nur empfehlen. Ist wirklich ein super süßes Pony. Ja. Das war's dann tatsächlich von mir. Also für mich gibt es eine klare Kaufempfehlung. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.